Willkommen zu unserem Podcast heute. Es ist amtlich, Lieferanten sollen in Zukunft auf Arbeits- und Umweltstandards hin geprüft werden, denn die Bundesregierung hat im Juni das neue Lieferkettengesetz beschlossen. Das heißt, Unternehmen müssen jetzt handeln. Und welche Änderungen genau erforderlich sind, um das Gesetz oder die Anforderungen zu erfüllen, wer wann wie betroffen ist und vor allem, wie Sie existierende Technologien zur Umsetzung der Anforderungen nutzen können, das erfahren Sie heute in unserem Podcast. So, mein Name ist Paula Müller, ich bin Consultant bei Komarch und wir sind täglich hautnah dran an dem Thema Lieferkettengesetz, denn wir verwirklichen Projekte bei zahlreichen großen Unternehmen der Fortune 500. Das heißt, die sind alle betroffen von diesen gesetzlichen Veränderungen. Und bei mir ist mein Kollege Michał Kacperek, er ist studierter Jurist und arbeitet ebenfalls als Consultant bei Komarch. Und ja, er ist genau der Richtige, um dieses Thema mit mir einmal in einer Checkliste durchzugehen. Sie werden sehen, es ist gar nicht so aufwendig und wir können, denke ich, zusammen hinter jedem Punkt einen Haken setzen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir es einfach mal an. Dann würde ich einfach mal beginnen mit der Frage oder mit den typischen Fragen, die sich Unternehmen jetzt stellen. Was kommt genau auf uns zu? Welche Auswirkungen hat denn das neue Lieferkettengesetz? Michał. Was auf uns zukommt, was das Gesetz angeht. Also ziemlich viele Pflichten haben jetzt die deutschen Unternehmen zu erfüllen, vor allem die Kontrolle von den Lieferanten. Und das sind nicht nur die unmittelbaren Lieferanten, mit denen man so in einer engen Verbindung steht sozusagen. Also das ist eine ganze Kette, ganze Reihe von Pflichten, vom Aufwand, den man leisten muss, ne? Das ist, klingt auf jeden Fall nach einer sehr großen Herausforderung. Wer ist denn wann vom Gesetz betroffen? Ja, also das Gesetz tritt in Kraft sozusagen vom 01.01.2023. Zuerst geht es um Unternehmen, die in Deutschland, im Inland mindestens 3.000 Mitarbeiter haben, wobei, was wichtig ist, man zählt das am Kopf sozusagen und nicht nach Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigung. Dazu kommen auch die Leiharbeitnehmer, wenn die im Unternehmen mindestens 6 Monate tätig sind. Das ist ab dem 01.01.2023. Ein Jahr später werden alle Unternehmen mit erfasst, die mindestens 1.000 Mitarbeiter haben. Also der Kreis wird sich deutlich quasi erbreiten. Plus, was wichtig ist und was im Entwurf quasi nicht geregelt war, auch die ausländischen Firmen, die in Deutschland eine Zweigniederlassung haben, werden nicht erfasst. Also nicht nur Adidas, aber Nike auch zum Beispiel, ne? Okay, sehr gut. Jetzt stellt man sich natürlich auch die Frage, es gibt dieses Lieferkettengesetz. Es muss auf irgendeine Art und Weise kontrolliert werden, ob sich die Unternehmen daran halten. Wenn man den Anforderungen nicht entspricht, was passiert denn dann? Welche Risiken und Strafen ergeben sich daraus? Ja, also man wird bestraft und das kann tatsächlich ziemlich heftig sein. Also vor allem Bußgelder. Das kann sogar bis zu 2% des globalen Umsatzes des Unternehmens sein. Also wenn wir uns vorstellen, ein großer Konzern, dann 2% des globalen Umsatzes ist ja schon ziemlich viel. Also die Bußgelder müssen immer quasi entsprechend angepasst werden, nach der Schwere der Verletzung sozusagen. Das ist eine Sache, also ziemlich hohe Bußgelder von den Firmen. Die andere Strafe sozusagen ist dann der Ausschluss vom Vergaberecht von öffentlichen Ausschreibungen bis sogar auf 3 Jahre. Also das ist ja schon ziemlich viel, muss man sagen. Ja, das gibt auf jeden Fall zu bedenken. Und ich glaube, wir sollten uns nicht nur Strafen anschauen, aber auch, wie sich denn das Lieferkettengesetz auf das tägliche Geschäft und auch den Wettbewerb zwischen der Firmen auswirkt. Was denkst du?
Tja, das ist vielleicht sogar die wichtigste Frage sozusagen, denn das Gesetz wird jetzt ziemlich großen Aufwand auf der Seite von deutschen Unternehmen erzwingen. Also vor allem sind die ganzen Compliance-Anforderungen. Also jede Firma, jedes Unternehmen muss es jetzt sicher machen, dass meine Lieferkette sozusagen clean ist, dass meine Lieferkette sauber ist. Ne? Also von einer Seite, das ist einfach mehr Aufwand auf der Seite des Compliance, der Compliance-Abteilung im Unternehmen. Also man muss neue Leute einstellen, man muss die bezahlen, plus muss man das gesamte Risikomanagement-System einführen. Also man muss Risikoanalyse jedes Jahr machen und gucken, wo in der Lieferkette es Probleme geben kann zum Beispiel. Also das wird schon Geld kosten. Und natürlich, wenn das Geld kostet, dann müssen die Kosten irgendwie verteilt werden. Dann würde das theoretisch sich auf die Preisen einwirken. Das ist dann sicher. Das zweite Problem ist die Wettbewerbsfähigkeit, weil das Gesetz gilt jetzt nur in Deutschland sozusagen. Und die Frage ist, ja, okay, jetzt müssen wir im Wettbewerb stehen mit anderen Firmen, die solche Pflichten nicht erfüllen müssen. Das triggert sozusagen bei uns Kosten, aber bei unseren ausländischen Konkurrenten sozusagen muss es nicht unbedingt der Fall sein. Also vor allem die Kosten und die Verwaltung des ganzen Management-Systems. Genau. Das ist ja quasi das Hauptproblem. Ja, ich würde noch hinzufügen, dass natürlich auch ein Image-Schaden entsteht, wenn irgendwie herauskommt, dass eine Firma gegen das Lieferkettengesetz verstoßen hat. Ja, und das gilt ja am Ende auch für ausländische Firmen, die in Deutschland tätig sind. Genau. Okay, ich würde gern eine kurze Checkliste durchgehen, um festzustellen, welche rechtlichen Anforderungen denn jetzt konkret erfüllt werden müssen. Genau. Dann vielleicht erste Frage ganz allgemein. Was ist denn konkret im Gesetz jetzt geregelt? Was ist konkret im Gesetz geregelt? Das sind ja einfach die Pflichten auf der Seite von Unternehmen, was sie machen müssen, um Menschenrechtsverletzungen oder Umweltschädigungen sozusagen auszuschließen oder zu minimieren. Also das ist eine ganze Reihe von Pflichten, sogenannte neun Gebote kann man sogar sagen. Also der zentrale Begriff wieder ist ja das menschenrechtliche Risikomanagement. Ne? Vor allem die erste Pflicht ist, dass die Unternehmen eine menschenrechtliche Risikoanalyse jedes Jahr machen müssen. Also die müssen die ganze Kette, sozusagen, also die ganze Lieferkette sozusagen jetzt überprüfen auf irgendwelche Risiken sozusagen. Das ist ja schon viel Aufwand. Die andere Pflicht ist zum Beispiel, dass die Firmen müssen einen Menschenrechtsbeauftragten, so einen Ombudsmann bei sich haben. Das kann sogar eine Person sein, die im Vorstand des Unternehmens ist oder unmittelbar mit dem Vorstand quasi dann arbeitet. Das ist die andere Pflicht. Noch eine andere Pflicht ist zum Beispiel, dass entsprechende Berichtswege müssen geschaffen werden. Also Whistleblower-Systeme oder Hinweisgeber-Systeme, dass alle Verletzungen, die vorkommen oder die vorkommen könnten oder sowas, dass die sicher, anonym und so weiter und so fort gemeldet werden können. Auch hier kommt die Rolle von IT in Frage. Jemand muss nämlich so ein System in der Firma umsetzen. Diese Pflicht zum Beispiel. Was noch? Die Unternehmen müssen die ganze Dokumentation immer aufbewahren, dass es alles transparent ist. Wenn eine behördliche Kontrolle kommt, dass die Behörde einfach Einsicht in die Dokumente hat und aufgrund von den Dokumenten zum Beispiel wird man das Sorgfaltsniveau sozusagen einschätzen. Also das sind ja quasi die wichtigsten Pflichten, wobei wichtig ist, es ist nicht so, dass die Unternehmen das irgendwie garantieren müssen, dass es zu einem Erfolg kommen soll. Hier muss die Unternehmen nur quasi das Sorgfaltsniveau einhalten, um sich nicht haftbar zu machen. Also das sind ja quasi die größten und die wichtigsten Pflichten.
Ja, ich glaube, vor allem der letzte Punkt kann bei vielen oft zu Missverständnissen führen. Und eine zentrale Frage darauf bezogen ist ja auch, wann ist denn das eigene Handeln als angemessen angesehen? Sehr gut. Das ist ein unbestimmter Begriff, der mit weiteren unbestimmten Begriffen sozusagen ergänzt wird. Also, das Handeln ist angemessen, zum Beispiel in dem Fall, wenn ich ein Einflussvermögen quasi auf meine Lieferanten habe. Also ist ja schwer zu erwarten, zum Beispiel, wenn ich nicht irgendwie ökonomisch oder wirtschaftlich viel mächtiger als mein Lieferant bin, dass ich da Sachen zum Beispiel erzwingen kann. Oder manchmal könnten solche Sachen sogar unmöglich sein, ne? Also angemessen, das ist jetzt ein ziemlich großes Fragezeichen, und mal sehen, wie sich das in der Praxis sozusagen weiterentwickelt, ne? Also das ist ja ein großes Fragezeichen, was hier angemessen tatsächlich heißt, wenn es zu einer Verletzung kommt. Also zum Beispiel, lass uns einen annehmen, mein Lieferant betreibt einen Steinbruch oder so. Ich kaufe da Stein ein oder so, und mir ist bewusst, oder es kann so sein, dass die zum Beispiel Menschen, die da arbeiten, die haben keine entsprechende Kleidung für die Arbeit, ne? Und was wäre jetzt angemessen? Also soll ich jetzt, keine Ahnung, hier Kleidung kaufen und die zwingen, die Kleidung quasi zu benutzen? Oder soll ich mich nur da quasi vertraglich irgendwie absichern, dass mein Lieferant auf solche Sachen dann reagiert? Soll ich ihm nur mitteilen, dass ich mir dass ich mir sowas wünsche? Oder soll ich dann irgendwie mehr Arbeit leisten in die Richtung, dass das Risiko minimiert wird oder so, dass solche Präventionsmaßnahmen vorgenommen wird, ne? Und wenn es zu einer Verletzung kommt, zu einem Verstoß, dann welche Abhilfemaßnahmen, ne? Also das Wort angemessen hier schafft ziemlich viel Unsicherheit. Ja, damit im Zusammenhang steht ja auch die Dokumentation dieser ganzen Prozesse. Inwieweit muss ein Unternehmen denn solche Vorgehen dokumentieren? Ja, also hier wichtig ist die Transparenz, dass alles so transparent wie möglich ist. Und ich kann es mir gut vorstellen, dass bei einer Kontrolle die Behörde wird das nicht quasi zugunsten des Unternehmens sehen, wenn da irgendwelche Missstände gibt. Also alles muss im vollen Umfang sozusagen dokumentiert werden. Und das ist ja quasi das Ziel, das man sich vornehmen soll. Plus, die Dokumente, die müssen 7 Jahre aufbewahrt werden. Das ist ja schon ziemlich lange. Und man muss sich eher vorstellen, dass man ziemlich viele Dokumente dann produziert, die im Falle einer behördlichen Intervention sozusagen als Enthaftungsgründe gelten könnten. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Wie sollten die Unternehmen denn mit Risiken umgehen? Kannst du uns dazu irgendetwas sagen? Ja, also der Umgang soll wieder angemessen sein. Vor allem sind die Risiken aufzuspüren. Also man muss die ganze sozusagen Lieferkette, vor allem die unmittelbaren Lieferanten, ziemlich gut durchscannen, sozusagen, dass man diese potenziellen Risiken irgendwie aufspürt, dass man davon überhaupt bewusst ist, sozusagen, ne? Und auf einer Seite geht es um die Prävention, dass die deutschen Unternehmen wissen ja, okay, hier kommt das Risiko vor, da muss man vorbereitet sein, und als Präventionsmaßnahme muss man Schritte quasi vornehmen, dass es so gut wie ausgeschlossen oder minimiert wird, ne? Also zum Beispiel, dass man bewusst ist, dass die Arbeitnehmer in dem früher genannten Steinbruch, ne, dass sie keine entsprechende Schutzkleidung haben, ne? Dann, wenn das Risiko ja schon bewusst ist, muss man irgendwie in die Richtung wirken, dass die Arbeitnehmer da tatsächlich dann solche Schutzkleidung sozusagen
bekommen. Und hier ist dann die Prävention. Und wenn es schon zu einem Verstopp kommt, dann muss eine Abhilfemaßnahme schon geleistet werden. Und dann die Frage ist es, was es heißt. Was ist eine Abhilfemaßnahme? Das, keine Ahnung, wenn es zu einem Unfall kommt, weil die Standards irgendwie nicht eingehalten worden ist, dann was ist dann die richtige Abhilfemaßnahme? Ne? Das ist dann ein anderes Fragezeichen hier. Ja, also in welcher Form sollen Mängel denn am Ende behoben werden? Ja, eine sehr gute Frage. Also hier ist das Gesetz irgendwie nicht so konkret. Man muss sich dann vernünftig quasi vorstellen, was es sein könnte, aber was es tatsächlich ist, keine Ahnung. Okay. Und was denkst du, wie werden Behörden das denn, das Einhalten dieser gesetzlichen Anforderungen überhaupt kontrollieren? Ja, vor allem hat die Behörde Einsichtsrechte und die Unternehmer sollen im Fall einer Kontrolle echt helfen, also mitmachen. Sozusagen. Also vor allem die Behörde kann alle Dokumente sich anschauen, vor allem die Risikoanalyse, das wäre ja quasi das Hauptdokument in dem Fall. Tja, und da die ganze Geschichte von Menschenrechtsverletzungen und Umweltverstößen so in der Lieferkette, dass das Thema quasi so heiß ist und dass es dieses Gesetz so viele Emotionen weckt, ich glaube, auf der Seite der Behörde wird ja auch so gesellschaftlich sozusagen ziemlich viel Druck stehen, dass eher zu erwarten ist, dass die Behörde hier ziemlich skrupellos wäre. Und wenn es zu solchen Kontrollen kommt oder sowas, ich glaube, die ganze Gesellschaft wird das einfach den Prozess quasi verfolgen. Also wie die Behörden das kontrollieren werden, dann sicherlich, sie schauen in die Dokumente, die gespeichert werden müssen, ein und was noch? Man kann interviewt werden, verschiedene Audits und Betretensrechte sind dann bewahrt, dass die Behörde da quasi ziemlich gut mit der Munition bestückt ist, ne? Ja, also ich glaube, dieses Thema ist wirklich sehr groß und wir könnten da noch sehr viel intensiver uns damit beschäftigen. Wir haben auch ein White Paper zu dem Thema geschrieben, wo noch einmal konkretere Regelungen aufgelistet werden. Aber ich glaube, es ist auch nochmal wichtig, dass wir uns jetzt anschauen, was kann denn konkret getan werden, um diese Anforderungen umzusetzen. Gibt es vielleicht bereits irgendwelche technischen Lösungen, die man dazu nutzen kann? Und mit diesem Thema würde ich mich jetzt gern beschäftigen